Und ab hier, wie man sieht, das dauert schon etwas länger. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und ich zeige euch heute, wie ich zumindest eine Fabrik in Satisfactory plane. Und zwar, wie ihr seht, ich bin im Opera und ich fange einfach an, meistens, dass ich bei satisfactorytools.com nachschaue und dort auf den Calculator gehe. Links zu allem, was ich heute erzähle, sind unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, die stehen schon ewig da drin. Ich hoffe, ich vergesse keinen. Okay. Also, als erstes überlege ich mir, was will ich überhaupt produzieren? Und dann fange ich an und sage, was nehmen wir denn mal? Adaptive Control Unit. Noch relativ am Anfang ist eigentlich ein schönes Beispiel. Fangen wir auch damit an. Und ich lasse einfach mal die Standard 10 Items da drin. Und ich habe hier unten eigentlich einen schönen Plan, wie das Ganze aussehen soll. Das sieht noch relativ übersichtlich aus. Und ich schaue mir erstmal an, was brauche ich an Gebäuden? Wie sieht das mit den Materialien aus, die ich dafür brauche? Und ich sehe schon eine Menge Konstruktoren. Aber ansonsten pretty basic. Power geht eigentlich auch noch. Kann man machen. Dann schaue ich mir an. Items, welche ich brauche, welche dabei rauskommen. Also ich brauche Kohle, Kupfer, Öl, Eisen und Kalkstein. Die Seite gibt es leider nicht auf Deutsch. Das sind so meine Grundressourcen. Natürlich die Frage, kann ich das Ganze ein bisschen optimieren, indem ich Alternativrezepte aktiviere? Und da ich in meinem Spielstand bisher immer hingegangen bin und ja alle schon hatte, weil ich ja einmal diese mehrere Episoden lange Rundreise gemacht habe, in der ich wirklich alle Festplatten mir geholt habe und alle Rezepte freigeschaltet, gehe ich auch hier hin und sage all. Wenn ich dran denke, was meistens nicht der Fall ist, dann gehe ich hin und suche mir den Concrete raus, und zwar diesen mit, wo haben wir ihn denn? Mit Gummi, Rubber. Rubber Concrete. Den nehme ich in der Regel raus, wenn ich es nicht vergesse. Weil das Rezept ist echt mies. Ja, ich kriege 9 Stück raus aus 10, das ist relativ gut. Aber ich finde den Wet Concrete deutlich besser als Alternative. Spart uns eine Menge Arbeit, was ja erstmal das Erzeugen von Gummi angeht. So. Und dann schaue ich mir wieder an, was hat sich denn verändert? Ich brauche immer noch diese Sachen, also das ist schon mal ganz gut. Mein Strom ist ein bisschen runtergegangen. Und ich brauche auf einmal nur noch 243 Konstruktoren. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Damit komme ich klar, das alles um 10 Stück hiervon zu machen, das ist wirklich wild. So, Katerium. Ja. Was brauchen wir denn alles hier? Wir haben 132, 132. Öl ist immer so ein Problem. Eisen ist hart. Da brauchen wir eine ganze Menge. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das war jetzt so ein Glücksgriff, dass der auch noch direkt so ein Riesenteil ist. Für 10. Und 360 Limestone. Ja, Wasser sollte eigentlich nie ein Problem sein. Jetzt muss ich mir natürlich Gedanken machen, wo packe ich den Kram überhaupt hin? Wo habe ich denn das? Ja, da ich diese krummen Zahlen nicht mag, rechne ich meistens so ein bisschen hoch. Ja, da wir immer irgendwo bei 600 sind, die wir holen können, bräuchten wir also 3-mal Eisen in relativ gut. Und dann auch noch irgendwie Öl in der Nähe. Öl hält sich aber in Grenzen, also eine 300er Leitung würde da sogar reichen. Also gehen wir hin und schnappen uns den Satisfactory Calculator. Wie der Name schon sagt, kann ich hier auch hingehen und planen. Also wir können hier gerne mal das Gleiche machen. Ich finde ihn nur irgendwann nicht mehr so übersichtlich. Ich finde das, was mir die Tools geben,
etwas besser als das, was hier rauskommt. Ausgänge. Wir basteln das hier einfach nochmal nach, damit ich euch das auch zeigen kann. Adaptive Control Unit. Die sind hier nur anders sortiert. Damit fängt es zum Beispiel an. Da. Und wir wollen nicht einen haben, wir wollen 10 haben. So. In dem Fall geht der Graph hier sogar noch. Der wird ja irgendwann sehr schnell sehr unübersichtlich. Optionen. Wir hätten gerne alternativ Rezepte Select All. Jetzt, es wird wilder. Wir haben keine Mods. Das ist das Schöne hier. Hier könnten wir Mods auswählen. Wollen wir aber nicht. Diagrammrichtung. Hier links fängt es an, nach rechts geht's. Können es auch runtergehen lassen. Aber wir haben was hier. Gut. Ja, ist eigentlich auch von links nach rechts. Also lassen wir nach rechts. Ansicht einfach. Es gibt auch realistisch. Und ab hier, wie man sieht, das dauert schon etwas länger. Wow. Aha. Ich glaube, ihr versteht mein Problem, oder? Weil, holy crap. Und ich habe hier noch nichts eingestellt. Also, es ist ein bisschen was zu machen. Ich kriege aber auch wirklich jede Pipeline-Kreuzung angezeigt. Aber mit dieser Basis zu arbeiten, ist dann schon echt schwierig. Wir können eine Baumstruktur machen. Auch die dauert wieder relativ lange zum Berechnen. Der ganze Spaß auch hier oben eingetragen wird in der URL. Das kriege ich da gar nicht hin. Ihr seht, warum ich die Seite dafür eher selten nehme. Also hier ist mir angezeigt, das kommt am Ende raus. Ich habe hier unten einen Fusionator, da sind ein paar Sachen, die zusammengehen und dann von da geht's wieder da rein und es ist eine ewig lange Liste. Ich scrolle und das da oben bewegt sich kaum. Also unser unser Scrollbalken. Also ich kann eine ganze Zeit lang scrollen. Ja, für kleine Sachen hier super, weil gerade am Anfang kann man sich dann schön Eisen ein bisschen was machen, aber ja, also Eisen, Kupfer Sachen, also kleine Fabriken, die gehen hier wirklich gut. Da hilft dieser Netzwerkgraph auch echt gut weiter, aber sobald man weiter im Spiel ist, wird es irgendwann, es ist ja jetzt hier auch kein schwieriges Ding hier mit 10 Adaptive Control Units. Hier wenigstens schön in Deutsch. Das ist ein Vorteil. Aber es wird halt hier sehr unübersichtlich. Ich kriege auch meine Gegenstände. Alles dauert sehr lange. Ja, die 10. Und wir haben sehr unterschiedliche Zahlen. Ach ja, ich habe hier nicht irgendwie die Ressourcen am Anfang mit drin, sondern die stehen mittendrin. Ich weiß gar nicht, wonach sie. Also nach dem, was man pro Minute braucht. Schlimmste natürlich nach oben. Okay. Gebäude. Hier ein kleiner Vorteil. Ich sehe, wie viele Splitter, Fusionatoren und brauche ich. Bei dem anderen muss ich mir da ein bisschen Gedanken drüber machen. Aber was man hier wirklich gut hat, ist die Karte. Denn hier kann ich sagen, ich möchte gerne meine ganzen Items. Ich möchte mir Katerium, Kupfer, Öl, Eisen, Limestone und Wasser anzeigen lassen. Wasser eher weniger, aber ja, schauen wir mal. Das heißt, wir gehen hier auf die Ressourcenadern und sagen, wir möchten gerne alles haben, wo wir diese finden. Muss eben gucken. Die brauchen wir gerade nicht, die sind im Weg. Da ist auch nichts an. Okay. Eisen haben wir an, würde ich die auch mit reinnehmen, genauso beim Kupfer. Katerium haben wir nur die zwei Varianten. Kohle brauchen wir in dem Fall mal nicht. Öl nehmen wir alles rein. Und das war es auch schon, was wir brauchen. Rohstoffquellen kann man jetzt noch überlegen, ob man Wasser mit drin haben möchte und vielleicht auch Öl.
Ja, ist von der Übersicht her jetzt erstmal so nicht ganz so doll, aber man kann schon mal sehen, wo habe ich denn so ein Cluster, womit ich arbeiten könnte. Hier unten sieht relativ gut aus. Da könnten wir hingehen. Wir haben Eisenerz. Auch recht viel. So. Hier haben, hier unten fehlt Katerium. Das hätten wir aber hier. Wie sieht denn die Ecke aus? Wir haben hier Wasser. Wir haben Eisenerz. Auch irgendwie 4 Nodes. Das wäre zum Beispiel eine Ecke, die in Frage käme. Weil hier können wir mit 3 Stück jeweils A600 können wir das schon machen. Wir hätten hier Wasser. Und zwar, wenn wir durchgehen, 150, 150, 150, 300. Genau. 450, 900 Wasser. Aber uns fehlt hier wieder Öl. Ja, wieder ein Problem. Hier ähnlich, da haben wir sonst auch nichts. Also, wirklich eine gute Ecke ist diese hier und das Katerium von dort holen. Hier oben haben wir ein bisschen Öl. Wir haben Katerium. Wir hätten Wasser. Eisenerz sieht schlecht aus. Da haben wir hier nur 2 Stück. Limestone haben wir direkt dran. Kupfer, also hier in diesem Bereich kriegen wir auch noch Kupfer und wir hätten da nochmal Eisenerz, aber das ist auch wieder relativ weit weg. Wenn wir ein bisschen mehr hier hingehen, hätten wir das Problem nur mit dem Katerium und dem Öl. Die sind praktischerweise näher beieinander. Das hilft. So, haben wir denn noch eine schöne Ecke? Da glaube ich nicht. Da ist halt sonst nichts. So. So suchen wir uns das dann raus, wo wir gerne hingehen würden. Hier oben in dem Bereich viel Öl, sonst nichts. Und hier, ja, da hatten wir auch das Problem mit dem Öl. Jetzt gucken wir nochmal nach, wie viel Öl brauchten wir. 300. 300 Öl von hier holen. Ja, da braucht man gar nicht so viel machen. Also diese hier, da brauchen wir kaum noch, müssen wir kaum übertakten. Würde perfekt passen. Können wir uns 300 rausholen, hätten wir also, Öl hätten wir hier. Wasser haben wir hier, wir haben hier zur Not auch Wasser. Wie viel brauchten wir an Wasser? 1600. Das wird hier ein bisschen knapp werden. Wir haben 300, 600, 900, 1200 und hätten nochmal 2 mit 150, dann wären wir bei, also ich gehe jetzt von voll ausgerüstet mit 3 Power Shards aus. Hätten wir nochmal 300. Knapp. Wir sind knapp daneben, aber wir haben ja hier noch Wasser. Also, ne, wir könnten hier die 5 Dinger reinstellen, ist gar kein Problem. Das heißt, wir haben hier in dem Bereich tatsächlich relativ viel. Wir haben hier Katerium. Wir hätten hier nochmal Wasser. Das ginge auch. Also, wir können sogar in diesem etwas kleineren Bereich bleiben. Hätten hier, die würde ich auf 600 lassen jeweils. Müssten wir den einen hier nochmal mit 600 dazu holen. Also wenn wir uns in diesem Bereich bewegen, haben wir, hier holen, relativ nah dran, Wasser, Katerium, davon brauchten wir auch nur 830. Also, ja, können wir hier nehmen, das ist, können wir untertakten sogar. Okay. Also das hier sieht doch nach einem schönen Punkt aus. Das heißt, ich habe einen Punkt gefunden, der dem entspricht, was ich hier alles brauche. Weil wir haben Katerium. Gucken wir nochmal. Check. Und wir haben mehr, als wir brauchen. Kupfer. Habe ich auch gesehen, war hier. Also kein Problem. Wäre zur Not auch hier. Also so grob in diesem Areal finden wir das alles. Dann haben wir Öl. Hier, wir brauchten, habe ich gesagt, unter 300. Das heißt also, wenn ich den hier voll aufrüste, habe ich schon viel zu viel. Was haben wir denn? 60. 2x 120 sind schon 240. Dann ist der schon über. Also auch da könnten wir untertakten. Sehr gut. Eisen war halt das Problem. Da haben wir hier Eisen.
Da müssen wir sowieso hin für den Kupfer. Das passt. Und wir müssen uns einmal von hier oder hier Eisen dazu holen. Auch das ist kein Problem. Wenn ich mir dann den Kalkstein angucke, das haben wir hier direkt beim Öl. Wir haben hier noch welchen für die 360, die wir brauchen. Auch hier könnten wir jetzt überlegen, ob es sinnvoll ist, hier einmal zu übertakten auf genau 150% bei einem Miner 3 oder eben, ob wir hier hingehen, die beiden belegen. Ich glaube, vom Strom her wäre es cleverer, in dem Fall hier einmal zu übertakten. Und Wasser, wie gesagt, wir haben den hier, also das ist wirklich gar kein Problem. Kriegen wir alle schön zusammen. So, dann habe ich mir schon mal meine Gedanken gemacht. Wie will ich jetzt da rangehen? Wo packe ich es hin? Dann gehe ich normalerweise hin und schnapp mir diese Liste hier und öffne Excel. Ich bereite das mal kurz vor. So. Also, ich nehme mir dafür, wenn ich jetzt zu Excel rübergehe, in der Regel hier den ganzen Spaß raus. Kopiere das und öffne Excel. Und schmeiß mir das hier irgendwo rein. Dann habe ich hier wunderbar, ganz schrecklich sieht das aus. Und ich fange an, ein bisschen zu kopieren. Und meistens gehe ich hin und schmeiß mir das irgendwo dann hier unten hin. So, danke. Das funktioniert wieder super. Das funktioniert überhaupt nicht. So. Ich schnapp mir also meine Geräte. Assembler. Blender. Die Constructor, Foundry und so weiter und schmeiß mir die hier überall hin und fange an und sage, okay, ich brauche hiervon 105, davon brauche ich nur 3, davon brauche ich 243. 10 davon, 17 davon und 78 von denen. So, das heißt, ich kann den Teil schon mal wegtun, weil brauchen wir nicht mehr. So. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was brauche ich an Material? Moment, den kann ich wegtun, den kann ich. Oder steht ja letztendlich hier. Ja, also fange ich auch da an. Ich nehme die Reinforced Iron Plate. Weiß mir die hier irgendwo hin. Und sage schon mal, ich brauche 840 davon. Dann sehe ich da unten noch Rotoren. 420. Und Cable. 1050. Jetzt weiß ich schon mal, die ersten Sachen, die ich brauche, habe ich hier. Und dann geht's los mit Motoren. Mit 60. Dann bin ich meistens zu faul, sowas Langes zu schreiben. Also kopiere ich mir das da wieder hin. Und sage, das sind nur 30. Wir haben das Aluminium Casing. 150. Und was haben wir hier noch? Die Radio Control Units. Und da packe ich mir die 15 rein. So, wenn wir die Zeile auch rausnehmen. Jetzt müssen wir zu den 840 nochmal die
484 dazu rechnen. Wenn das jetzt alles so blöd aufbereitet ist, ist das natürlich schwierig, Excel zu fragen. Also mache ich mir meistens Rechner auf. Ziehen wir den mal hier hin. Nehmen wir die 840 plus 486. Okay, 1326. 1326. Bei den Kabeln machen wir das Gleiche. Dort haben wir die 1050 plus 1944. So. Ich rechne das mal eben zusammen und dann sehen wir uns wieder. So, alles eingetragen. Jetzt kommt der Moment, wo ich den ganzen Spaß nochmal vergleiche. Ob meine Zahlen hier zu den Zahlen hier passen. Denn hier unten habe ich es ja schon dran. 925 Motoren, weiß ich das ist richtig, die 780 habe ich auch. Das, die 2340, die kommen ja auch nur von dem einen hier, genauso wie die 1560. 1326. Hatte ich 1326 von dem Plättchen hier? Gucken wir die mal nochmal. Jo, haben wir. Und dann Kabel, das passt. 520 Rotoren sollte auch passen, weil das waren einmal 100 und einmal 420. Ja. 200 von denen sowieso. 850 passt auch. 100 davon. Der Rest passt alles. Was haben wir denn hier? Radio Control Unit. Ach ja, die waren auch dabei. Passt. So. Das ist es, was ich dafür brauche. Dann habe ich noch das Gefühl, dass das hier schon mal ein Problem ist, weil die werden wir in der frühen Phase, wo wir die bauen, noch gar nicht bauen können. Aber wir haben ja alles freigeschaltet, wir wissen alles, wir sind soweit, wir brauchen das für irgendwas anderes. Nehmen wir jetzt mal. Ja. Wenn ich dann mit so einem Spaß fertig bin und auch am Bauen, sieht das nachher so aus. Das war mein Montageleitsystem, als ich das gebaut habe. Das heißt, wenn ich irgendwas fertig hatte, zum Beispiel hier meine Rohstoffe, habe ich die jeweils nach dem Aufbau, wenn ich fertig war, abgehakt, grün gemacht. Genauso, wenn ich für irgendwelche Neben- oder Hauptprodukte was gebraucht habe, habe ich die Sachen entsprechend abgehakt. Hier findet man auch wieder, was ich so gebraucht habe an Material. Hier teilweise auch, je nachdem, wofür ich hau mir die Sachen hier immer wild durch die Gegend, mach mir kleine Notizen dran. Das ist bei weitem nicht so professionell, wie es ein Kibitz macht. Allerdings nehme ich auch kein Geld für so eine Liste hier. Weil ich habe keine, die ich verkaufen könnte. Ja. Das ist es letztendlich, wie ich den ganzen Spaß plane. Wie ich den ganzen Spaß dann aufbaue. Also genau diese Fabrik. Das gucken wir uns im nächsten Jahr an, würde ich sagen. Ja. An Heiligabend kommt wie immer noch ein kleines Video, kleine Weihnachtsgeschichte. Und das war's dann für dieses Jahr. Im Januar wird es wahrscheinlich nicht sofort losgehen. Gucken wir mal, das weiß ich noch nicht. Vielleicht, was ist das, der Fünfte, ja, am 5. könnte tatsächlich ein Video rauskommen. Schauen wir mal. Und wir starten mit einer Season 2 von Satisfactory. Und was wir noch machen ist, wir fangen ein kleines Let's Play an. Bisschen anders diesmal. Da weiß ich noch nicht genau, was ich schon sagen darf. Deswegen nur ein kleiner Spoiler. Da kommt noch was anderes. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Tschüss.